Recht herzlich willkommen zur 226. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, ich bin schon wieder reingesprungen. Hier sieht man auch ein bisschen was. Lass uns das mal gerade näher angucken. So, wir sind hier. Das sind wir. Und ich glaube, das ist die Kerbin Station. Und da müssen wir gucken, dass wir da hinkommen. Ne? So, was unser Problem ist, dass wir hier eine Flugbahn haben, die nicht so doll ist. Höhe 400 und das ist Abstand 735 Meter. Das sind doch nicht 735 Meter, das sind doch Kilometer, oder? Also 733.000 Meter, also 733 Kilometer sind es, alles klar. Wir haben jetzt hier drunter, das heißt, zurzeit sind wir ja noch außen, aber hier, dieses hier ist ein Problem. Wir müssen schauen, dass wir das ändern. Wir hätten das natürlich hier vielleicht ändern müssen. Aber ich weiß es nicht. Wir ändern das mal hier, machen da mal gerade ein Manöver hin und ziehen erstmal diesen Kreis gerade, dass die beiden hier übereinander sind. Dann kommt der auch schon mal näher. Das sollte vielleicht nicht so verkehrt sein. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir machen sollten. Das korrigieren wir jetzt natürlich hier unten erstmal. Da richten wir uns auf diesen blauen Punkt aus, da hinten, der da jetzt auch schon kommt. So, da sind wir schon nah. Okay, ein bisschen weiter rechts. Ich glaube, so ist gut. Wir sind noch da, müssen noch da. Ab hier können wir auf jeden Fall machen. Da korrigieren wir das erstmal, das ist wichtig, ne? Da müssen wir mal gucken, wie weit das dann da klappt. Ja, das passt. 125 ist da. Na, komm hier, warp hier. Und dann holen wir den erstmal rüber. So. Ob wir jetzt da brennen oder da brennen, ist, glaube ich, so ziemlich egal. Jetzt holen wir den Ring da erstmal rüber. Dass wir das erstmal hinkriegen, ne? Dass das hier so ungefähr ist. Ich glaube, das lassen wir so. Der kann weg. So, jetzt haben wir noch draußen den Abstand. Der kann weg, hat man ja gesagt. So. Und wenn wir jetzt weiterfliegen, müssten wir uns doch dem Ganzen wieder nähern, noch mehr, ne? Und denke ich mal, das können wir jetzt erstmal so gerade machen. Jetzt, ja, weiß ich nicht, ob das sogar ein bisschen mehr wieder wird. Ja, wie jetzt. Diese Bahnen sind aber annähernd passend. So, wir fliegen wieder den weiteren Weg. Die längere Strecke, eher die kürzere. Das heißt, hier müsste es jetzt wieder vom Abstand her kleiner werden. Eigentlich. Aber dem ist nicht so. Da war jetzt ein Denkfehler drin. Ja, doch, jetzt wieder kleiner. Ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir schneller laufen. Ich glaube, wir müssen mehr Runden machen, bis das klappt, oder? Sechs und obwohl, jetzt mehr. Obwohl, 400, 800. Ich glaube, wir müssen nur eine Runde und dann ist es eigentlich ziemlich passend, oder? Ja, eine Runde mehr und dann sollte es gehen, würde ich sagen. Wir werden es gleich sehen. Ja, doch, das kommt vielleicht hin. Jetzt holt er auf. Zweihundert,
Ah. Warte mal. Schade, wir sind schon wieder zu weit. Wenn hier brennen müssen, glaube. Jetzt sind es 143.000. Wir machen Retro und verkleinern das Ganze ein bisschen. Ja, wird kleiner. Was ist das für eine Größe? 109. Ich glaube noch mehr. Aber hier wird es gleich wieder sonst kritisch, ne? Also ich glaube, wir verlegen erstmal so weiter und gucken, wie sich's ergibt. Jetzt wird es wieder größer hier. Erstmal noch ein Stück, aber da gleich nicht mehr so viel, ne? Ich glaube, das ist schon so okay. 180. Jetzt ist er am Scheitelpunkt, glaube ich. Nee, noch nicht. Aber jetzt müsste es langsam wieder fallen, oder? Ja, jetzt wird es auf jeden Fall die Distanz kleiner. 187. Ja, das ist alles okay. Dann machen wir auf jeden Fall noch eine Runde wieder mehr, wahrscheinlich, oder? Obwohl, wir kommen schon unter 100.000, ne? Ist vielleicht doch gar nicht mal so viel. Könnte schon werden. 50. 40. Lass mal hier langsamer werden. Wir sind 30 Kilometer weg. Sind hier gleich an dem Punkt, wo das optimale brennen würde, sein würde. Wir haben minimalen Kraftstoff noch da drin. Retro sind wir noch ausgerichtet. Ich würde es jetzt auch hier, glaube ich, machen. /127, ne? Hier wird der Abstand größer. Aha. Schwierig jetzt, ne? Was haben wir hier? 370 zu 376. Ich glaube, wir lassen es erst wieder so und testen das erst an. Okay, es wird mehr, 25 Kilometer. Jetzt wird es sowieso mehr, weil unsere Linie drunter ist. Wir haben den kürzeren Weg, wir machen wieder einen Abstand weg. Abstand 50. Aber da wird es ja gleich besser werden. Ich glaube, hier hinten ist es schon ein bisschen breiter, ne? Irgendwo wird schon gleich passen. So, jetzt hat er hier umgesetzt. Ich glaube schon, dass es der Abstand gleich gut rauskommt, wenn wir hier rum sind. So, jetzt wird es ja wieder geringer. Und 54. 37. Ja, jetzt überholt er uns leider. Ja, aber so viele Kilometer sind das, glaube ich, nicht. Das kommt ja jetzt noch wieder näher zusammen, ne? Oder? Ich glaube, wir müssen doch ändern. Obwohl, da ist es ja wieder landunter. Das heißt, wir sind wieder... Ich weiß nicht.
Ich flieg nochmal los. Hier ist jetzt der Wechsel gleich. 38, 37, ja. 30, 29, 28. 20 Kilometer, das ist nicht viel. Und es sind noch ein paar Meter, ne? Bis zum Schnittpunkt. 14, 13. 10, 9, 8. Ja, okay. Ich glaube, jetzt machen wir hier mal den Cut. Wie viel Sprit haben wir da noch drin? Sieht man jetzt leider gerade total schlecht hier. Ah, doch, geht so. Ist noch ein bisschen drin. So, jetzt müssen wir die Flugbahn und die Flugbahn unserer zweiten Geschichte hier ändern. Unset Target. Wir sind immer noch langsam, naja. Wo ist denn die Flugbahn des Ziels? Da. Warte mal, ich muss das ausschalten. Ah, da ist der jetzt, okay. Ich habe keinen blassen Schimmer. Der näher oder weiter weg ist, das ist unser Problem. Ich muss langsamer werden, also Retro fliegen. Um den kleiner zu kriegen, ne? Nein, falsch rumgedrückt. Wir können das mal gerade hier so ansteuern. Dann müssen wir hier näher kommen, auf jeden Fall. Und blöd ist, dass man jetzt die andere Seite nicht sieht. Ah, die ist da, okay. Nicht, dass wir nachher irgendwas mit Absturz geschafft haben hier, ne? Ah, 109, 111. Hier sind noch 111. So. So. So, das ist jetzt fast identisch hier. Wie viel Abstand haben wir noch? 8 Kilometer. Wir fliegen da gleich schneller. Das heißt, wir müssen gleich hier nochmal ändern. Und zwar auch, das ist schon richtig, was wir machen, glaube. Da müssen wir hin und dann da kleiner ziehen. Acht Kilometer. So. Jetzt ist es hier so, dass das nicht passt. Halt, stopp! Nicht mehr schnell. Das ist voll doof. So, Retro haben wir. 385, 370. So. Ja, das ist jetzt, wir sind jetzt, wer ist jetzt vor, das ist die Frage. Wer sind wir? Wir sind der. Oh, wir vergrößern gerade sogar, glaube ich, oder?
Nee, es wird sogar weniger. Wir müssen diese beiden übereinander kriegen, ne? Dann passt's ja. Müssen aber erstmal noch näher ran. 6,8, 6,7, ist ja gar nicht mehr so schlecht jetzt gerade, ne? So, jetzt teilen sich hier die Wege doch ganz schön stark. Aber das ist ja auch nicht verkehrt, weil wir ja noch näher ran müssen. Das passt schon noch. Wir kommen ja noch näher ran, ne? 5 Kilometer. Wir überholen den jetzt gerade. Das ist zu viel hier. Warum schwenkt der jetzt hier so doof hin und her? Den jetzt so mache, kriege ich den dann da rein? Das ist die Frage. Das ist die Flugbahn meines Ziels, ne? Ne, runter müssen wir noch. Nee, das klappt gar nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Wie ist denn das jetzt hier so? Doch, das passt schon. Ja. Wir fliegen weiter und gucken, was raus wird. Ne? Wir sind jetzt vorbei. Aber da außen dürften wir dann gleich wieder aufholen. Das ist nur viel zu viel hier, ne? Da geht's gleich umgekehrt. Machen wir gerade in Flugrichtung. Sind doch wieder 44 Kilometer geworden, aber jetzt fallen sie wieder runter. Okay, wir sind bei 30, weniger werdend. Und jetzt überholen wir wieder. Ist gerade doof? Nee. Der überholt. Boah, ist das jetzt gerade doof. Flieg mal weiter. So. Da ist jetzt ziemlich nah beieinander, ne? Weiter, schneller. Nützt nix. Wo es hier jetzt eigentlich der Punkt ist, wo man das... Ich weiß nicht. Ein Manöver, ne? Und wir müssen eigentlich noch gucken, dass wir dieses hier erstmal nochmal hinkriegen.
Ja, ich glaube, wir sollten diese Richtung mal gerade ein bisschen favorisieren. Dahin. Also, ja, wir sollten das Handmanöver einstellen, dann klappt das auch mit dem Dirigieren. So. Und da brennen wir jetzt was. So. Ich glaube, das war jetzt besser. So, er ist vor. Wer ist voraus? Er ist voraus. Wir fliegen den längeren Weg leider. Ja, nützt nichts. Wir müssen erst wieder vor. Na, bis wir hier hinten sind. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal dann dran arbeiten. So, jetzt kleiner werdend, Retro, weil wir den wieder reinbringen müssen noch. So, jetzt ist er leider alle. Da können wir jetzt nicht mehr mit steuern. Wir müssen umsteigen auf die Leute hier. Ja. Weil da ist noch Sprit drin. Das hatten wir, glaube ich, schon letztes Mal geguckt, ne? Oder? Gestaltet sich gerade schwierig, aber wir kriegen das schon hin. So. Wir sind das und müssen den jetzt als Ziel setzen und dann fliegt er außen und wir innen. Das ist also hier schon mal richtig. Das hat wohl noch gereicht, ne, oder? Na. No, wir sind ja die Blaue, ne? Brauchen wir ja eigentlich nicht diesen Punkt hier. Wir brauchen nur den, weil wir da den Abstand auch sehen. So, er fliegt außen. Und wir fliegen innen. Das heißt, er macht den weiteren Weg. Klar. Das heißt, wir müssen jetzt vor. Wir müssen größer werden noch. Ja. Dann machen wir das doch mal. Irgendwie klappt das gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das wird noch größer. Schwebt mal gerade ein Stück vor. Ja, wir sind definitiv an der falschen Stelle hier unterwegs. Ja. Endmanöver. So. Hier rüber. Nee, falsch rumgeklickt.
Okay. So ist schon gut. Und brenn mal. Dass wir das noch hinkriegen. So. Das ist okay. Das heißt, wir wechseln da gleich die Bahn. Mach mal. 40 Kilometer. So, wir sind außen. Und jetzt wird's kleiner. Passt. Und er hat wieder nicht reagiert hier. Das ist ganz schlecht. So, wir sind außen. Müssen da hinten aber nicht runterfallen, ne? Das heißt, wir wollen jetzt hier noch ein bisschen größer werden, ne? So ist er. Macht er da aber nicht. Sollte er aber, oder? Das ist die Periapsis, deswegen geht das wahrscheinlich dann nicht. Müssen wir dann dahin? Kann das sein? Bisschen mehr, aber wir müssen mal hier. Ich glaube, so ist das schon nicht schlecht, wenn. Aber genau 180 Grad falsch rum. Da sind wir falsch rum. So. Okay. Jetzt sind wir richtig. Und wir sind außen. Er kommt näher. Ja, wird jetzt gerade so richtig sein, würde ich sagen. Jetzt ist er gleich wieder vorbei. Ja, ich glaube, in dieser Runde kommen wir da nicht mit weiter. Das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Irgendwie müssen wir jetzt hier auf jeden Fall näher ran. Gestaltet sich aber gerade, wie gesagt, ziemlich schwer, ne? Sprit haben wir noch, also können wir noch einiges drehen. Müssten jetzt eigentlich zusehen, dass wir die beiden hier irgendwie übereinander kriegen, ne? Ja, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr die Glocke noch nicht anhabt, dann schaltet sie ein. Dann kriegt ihr die Info über die nächsten Videos, die ich hochlade. Und falls diese Folge euch irgendwas Positives gibt, dann gebt ihr doch einen Daumen hoch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!